So, dann geht es jetzt richtig wirklich los nach der Pause. Ich hoffe, Sie hatten alle eine wunderbare Pause. Hier gab es ganz viele tolle Gespräche rund um den Boden und das Wasser und die Einzugsgebiete der Flüsse. Die Landwirtschaft natürlich, aber auch die Ernährung bei unserem vegetarischen Buffet. Ich hoffe, Sie hatten auch eine schöne Pause. Wir freuen uns, dass Sie auch online wieder dabei sind. Und wir haben es ja schon am Vormittag versprochen, jetzt kommt der Part mit den Lösungsvorschlägen für alle, die das etwas deprimiert hat, was wir an bitteren Zahlen heute vormittag hören müssen. Wir hören wieder drei Vorträge, haben danach eine Diskussion in Berlin und mit allen, die online folgen. Wir starten mit dem Medium diesmal, dass das Wasser halten kann, mit dem Boden und ziehen dann den Fokus immer weiter auf die Landschaftsebene und fragen, was können wir tun, um das Wasser in der Landschaft zu halten, sodass gute Landwirtschaft möglich sein wird. Und wir beginnen aber mit der Lupe sozusagen auf dem Maulwurfshaufen. Wir berichten darüber, wie Bioporen das Wasser speichern können und hören das von einer ganz leidenschaftlichen und sehr engagierten Bodenschützerin. Dr. Andrea Beste ist Gründerin des Büros für Bodenschutz und ökologische Agrarkultur. Sie ist diplomierte Geografin, sie ist promovierte Agrarwissenschaftlerin und eine seit vielen Jahren sehr erfahrene Politikberaterin in Bodenfragen und allem weiteren, was dazugehört zum Boden, zum Wasserhaushalt. Sie ist Mitglied in der Expert Group for Technical Advice on Organic Farming Practices der EU-Kommission, berät also die Kommission. Sie ist auch Mitglied von ENSA, das ist ja das europäische Netzwerk von WissenschaftlerInnen, die sich um soziale und ökologische Verantwortung der Forschung kümmern. Sie ist Botschafterin des Bodens der Biostiftung Schweiz und auch Mitglied der Global Soil Biodiversity Initiative. Und ja, heute in Berlin, um über Bioporen im Boden zu sprechen und was die mit Wasser und Landwirtschaft zu tun haben. Wir freuen uns auf einen Vortrag von Dr. Andrea Beste. Sie dürfen gerne noch mal ein bisschen lauter applaudieren. Wäre es möglich, mit diesem Mikro zu reden? Technisch? Alles gut, es ist mir ein bisschen lieber, sonst hänge ich immer mit dem Mund hier so vor dem Mikro und bin so unbeweglich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und herzlich willkommen auch nochmal von mir, alle hier im Raum und an den Endgeräten. So hat man das früher im Fernsehen gesagt. Kennen Sie das noch, Fernsehen? Das ist das in dem viereckigen Kasten, wo man nicht auswählen kann, was man guckt, sondern, ne? So. Ja, das stimmt. Eurovision-Sendung. Ich weiß nicht, ob Sie sich an sowas noch erinnern. Wie Tanja schon gesagt hat, komme ich jetzt ein bisschen dazu, die Ebene, über die ich sprechen möchte, sehr viel kleiner zu machen. Das heißt, ich schaue jetzt sozusagen fast auf Mikroskopebene, wie wir das mit der Wasserspeicherung denn besser bewerkstelligen können. Und auch dafür muss ich sagen, muss ich ganz vorweg noch mal ein paar betrübliche Informationen schicken, weil wir hatten es schon angesprochen heute, Bodenverdichtung wurde schon angesprochen und ich muss vorneweg schicken, dass ich fast 500 einzelne Standorte in Deutschland und in Mitteleuropa untersucht habe, Strukturuntersuchungen gemacht habe. Ich bin fast die Einzige, die sowas macht. Strukturuntersuchungen mit einer Strukturevaluationsmethode. Und das zeigt, dass diese Böden nicht nur wegen zu schwerer Technik verdichtet sind, sondern vor allem aufgrund des Rückgangs von Bodenlebewesen und Bodenbiologie. Und das möchte ich jetzt ein bisschen veranschaulichen und auch, wie man das denn ändern kann. Ich werde jetzt auf Englisch wechseln, weil meine Folien auf Englisch sind. Also, storing water by promoting biopores. So, our soil structure on European level is under pressure. EU arable soils lose 0.5% carbon per year. That's, the image is small, 0.5%, but in the question of humus content, that is really much, because we need humus so decisive for building up soil structure. And 23% of the land shows severe subsoil compaction, but also creeping crumb compaction, and that is caused by decreasing biology. So structure is damaged. And the increased susceptibility to erosion reduces water storage capacity and yield security. And it increases also the risk
of flooding, as we had seen in Germany last year. That are figures of the European Commission. And we have detected some causes for that. There has been an European survey in the years 2008 until 2011 from 11 European university and research institutes in 4 European countries, and they looked on the soil wood web, on the soil food web, and on the soil biological web, and made many, many measures in different agriculture intensities. And the results show that intensive agriculture with narrow crop rotations, intensive fertilization, and high pesticide use leads to soil biodiversity degradation, humus loss, compaction, and erosion. And the European Commission made a model and looked at the costs of that, and they say that costs associated with this soil degradation currently amount to over 50 billion euros per year in the EU. So this is also the surrounding ambient and the surrounding conditions causing our water problem, what we are discussing today. So a good soil structure is created only biologically. You can't build up a good soil structure technically. That is not possible. Soil organisms create soil structure by their movement and by their metabolism. A hectare of living soil contains about the lift weight of 20 cows as soil organisms. But that is the fact in sound soils. They are building good soil structure and conditions. And you can see that. If you are taking a soil sample, a soil brick, and you are evaluating that, you can see if the soil structure is built by a high active biology or if this biology is not there. So if you have the soil structure from porous, irregular structure and aggregates like a sponge, the soil life is intact. This is positive. It's just that simple. And if you see in your soil sample a soil structure what is sharp-edged with smooth surface like chocolate, soil life is disturbed. And this is the fact for sandy soils, for loamy soils, for clay soils. That is the fact for all soils and all structure development in mineral soils. We have other conditions when we have stony soils or if we have peat soils, there are other conditions, but in mineral soils, it's ever this way. Structure building goes this way or it goes not. So in many cases, soil structure conditions are bad. What to do? Sustainable soil management has 3 main principles. They are well known. It is increasing soil organic matter in the soil. It is promoting soil life and promoting diversity, both below and above ground. So we are talking a lot about biodiversity crash down, and what we are forgetting mostly is that we don't look under the soil or into the soil, below ground. We are talking a lot about biodiversity loss above, but not beneath the surface. And we have to support biodiversity beneath the surface to have good soil structure and to have sound soils. And the main principle in all sustainable management systems and tools is diversity.
above and below ground. You can't reach that technically. You can reach it only biologically. And only soil organisms can form these biopores. And I'm speaking here firstly about the middle-sized biopores, because only middle-sized biopores can store water and release the water to the plant. If you have coarse or fine pores, they do not fulfill this function. Only biopores, middle-sized pores, can store water and release it. So if you have coarse or pores from rain worms, that's good for infiltration, but not good for storage or for cleaning, and then give it back to the groundwater in cleaned conditions. So you need middle-sized biopores, and they are depending heavily on soil metabolism. So you can see here in the graph that if you go away in the dimension of centimeters or millimeters, if you go away from a root in the soil, then biological activity, organism density, metabolic intensity, and structure stability goes down in millimeters distance to roots. So only the soil around living roots is really living soil. Soil organisms need roots and the contact with roots and fungi to have a living soil and to build soil and build soil structure. And these roots feed the life with exudates or dying roots. So what we know today from sound science or from basic science is that not only organic material, so as compost or other material, is building humus, but that roots are the greatest humus builders. Roots in contact and in activity with soil organisms and in exchange with soil organisms. So we have well-known management tools to support soil organisms. This is best achieved with green manure and compost application, which has an effect of microbiome diversity, with crop rotation, which has support on crop and root diversity. And here's maybe nice to mention or important to mention that in the new agricultural policy, we don't have an obligated crop rotation. We not even have that. Not mentioned the other management tools. But we not have an obligation for a minimum crop diversity. And what's also well and good for support for soil biota is intercropping. Agroforestry, we will hear something later on that. And permaculture. Permaculture is maybe a step further than agroforestry. And all that has an effect of soil biota diversity. And it's not something mythological or something of high technical use or something of a myth, sondern these are very simple, very well-known management tools that we can apply in our soil management. And this brings a high resilience to climate extremes, such as heavy rainfall and drought. So soils which are built up in this manner and with this with a high biological activity, they can react or they are resilient against heavy rainfall and drought.
So we don't have such a concentration on one problem that we have, but we have a broad resilience on both. And that means a very better adaptation to climate change. So conclusion. To meet the challenge of climate change, we need water-storing landscapes. At the field level, biopores, middle-sized biopores, play the biggest role. And that only works with vivid, living soil. And the main principle in sustainable soil management is diversity above and below ground. And so we have some possibilities to support that, but we don't introduce them till now, so on the most areas. Here you can find some more information. Maybe this is a bit of an advertising blog for me, and now I'm thanking you for your attention and hope we have a fresh discussion about more solution possibilities with the next two presentations. Thank you. Vielen Dank, Andrea. Alles ganz auf den Punkt gebracht und den Blick auf den Boden gerichtet. Gibt es direkte Verständnisfragen? Dann würden wir die jetzt beantworten, so diese reinen Bodenfragen, bevor wir gleich wieder Boden im Verhältnis zu Wasser und Klima und Landwirtschaft diskutieren. Lara, nichts? Also okay, alles klar, alles verstanden, alles klar. Danke, Andrea, du darfst eine kleine Pause machen, während wir jetzt einmal ein bisschen nach Österreich reisen, gedanklich. Sepp Holzer, ich glaube, den Namen haben viele gehört, die sich mit Landwirtschaft, mit anderer Landwirtschaft beschäftigen oder auch mit Visionen von anderer Landschaft. Er gilt ja als Agrarrebell, als Farmer Rebel. Er hat vor mehr als 60 Jahren den Hof seines Vaters in Österreich noch quasi als Jugendlicher übernommen und seitdem hat er nicht mehr aufgehört mit dem Experimentieren. Er hat Obstbäume statt Fichten gepflanzt, Terrassen gebaut, Teiche und Äcker kombiniert, also ganz viel von dem gemacht, wo wir schon ahnen, das könnte ein Teil der Lösung sein. Also er hat schon sehr früh das Wasser in der Landschaft gehalten. Er ist heute über 80 und wir haben ihn nicht mehr nach Berlin verfrachtet, aber obwohl er immer noch ja, als Berater tatsächlich international tätig ist, vielleicht hat jemand auf der Expo in Hannover erlebt, wie er quasi ausgezeichnet wurde, seine Permakultur. Aber seine Co-Autorin ist heute in Berlin. Christa Dräger ist Agraringenieurin, Journalistin, Autorin. Sie schreibt über Ökologie, aber auch über alternative Lebensformen insgesamt und über Friedensthemen. Und ja, ist heute gekommen, einmal als eine langjährige Begleiterin, eine Co-Autorin von Sepp Holzer. Und sie hat zusammen mit ihm das Buch Wüste oder Paradies geschrieben. Deshalb sind wir ganz gespannt, wie das geht mit dem Wasser in der Landschaft halten auf einem feinporigen Boden aufbauend ein neues System, klimaangepasst und resilient. Christa Dräger, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein kann. Und ich habe das Buch mitgebracht, Wüste oder Paradies, vor 10 Jahren schon erschienen. Ich habe Sepp Holzer zum ersten Mal vor 30 Jahren von ihm gehört. Ich gehört, er ist ein sehr erstaunlicher Bauer in Österreich, im Lungau, dem Kälteloch von Österreich, und macht da irgendwie ungewöhnliche Dinge. Ich habe ihn dann besucht als Journalistin und da war er noch gar nicht so bekannt. Und es war wirklich wie ein Märchen. Also überall ringsum, wo die, wie Sie schon gesagt haben, wo die ganzen Fichtenwüsten stehen, hat er Teiche, Seen, Gemüsekulturen und hat auch, sage ich jetzt mal, wie so ein schlauer Bauer aus allem auch gut Geld gemacht. Er muss ja schauen, dass ein Bergbauer muss ja auch davon leben, was er macht. Und so setzt er die Sachen sehr, sehr praktisch um. Und wir haben ihn dann später, 15 Jahre später, 2007, eingeladen nach Tamera in Portugal, wo ich damals gelebt habe. Sepp Holzer war dann schon internationaler Berater, vor allem mit dem Thema Wasser. Und in Portugal haben wir ein Riesenproblem mit dem Thema Wasser. Ich sag mal, da war es damals so wie jetzt in Deutschland. Also das, was ich gleich für Portugal zeigen kann, ist hier jetzt auch schon fast Realität. Und da hat er uns sehr geholfen. Ja,
Der Vortrag heißt ja Schwammlandschaften. Sehr schönes Wort, auch gerade wenn ich auf den Boden denke. Und ich habe gedacht, ich könnte es eigentlich auch nennen, eine neue nicht Bodenreform, Flurbereinigung. Weil das, was wir da gemacht haben, ist im Prinzip die Umkehrung der Flurbereinigung. Und das hat Sepp Holz auch immer gesagt. Das Prinzip, das Wasser aus der Landschaft rauszunehmen, ist komplett falsch. Wir machen das Gegenteil. Er sagt dann immer, wenn du ein Land hast, mach den Sack zu. Damit meint er, du wirfst ja auch nicht Geld in die Spardose und hast unten das Loch offen. Du machst erstmal unten zu. Das heißt, wenn du ein Land hast, machst du unten erstmal irgendwelche Vorrichtungen, dass das Wasser auf dem Land bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ah, ich mach's ja selber. Ja, das ist er. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Er ist tatsächlich über 80 jetzt. Und ich bin damals, nachdem er uns in Tamera so gut geholfen hat, mit ihm in verschiedene Länder gefahren, auch Ukraine, Türkei, bis nach Kasachstan, und habe ihn da begleitet und dann dieses Buch mit ihm zusammengeschrieben. Ja, sieht man dort auch. Ich halte mich nicht so eins zu eins an das, was ich da aufgeschrieben habe, sondern guck lieber, was jetzt so mir wichtig erscheint. Tamera ist eine Friedensforschungsgemeinschaft im Süden von Portugal. Und wir haben 150 Hektar, also ich bin nicht mehr dort, also das Land hat 150 Hektar. Und wir hatten natürlich die Frage, kann man damit eine Gruppe von Menschen ernähren in so einer klimatischen Situation? Das sieht im Sommer so aus. Das Problem, was wir haben in Portugal, ist, dass es regnet eigentlich viel, also 700 Milliliter im Durchschnitt, so könnte man durchaus vergleichen mit Deutschland, aber es regnet fast nur im Winter. Und im Winter ist es dann so viel, dass man mit dem Gartenbau erst im Mai oder Juni anfangen kann, wenn das Wasser abgeflossen ist. Und dann ist es direkt so trocken, dass man auch nichts mehr machen kann, wenn man nicht unglaublich viel bewässert. Und die Bauern dort, also das ist ein Land voller Ruinen. Die Bauern geben alle auf und Landwirtschaft gibt es nur noch an der Küste mit Gewächshäusern. Das ist eine furchtbare Situation. Wir haben das eigentlich ein bisschen ähnlich, wie Sie beschrieben haben, Herr Dr. Hahn. Also das nennen wir dann der volle Wasserkreislauf, ist eigentlich dann gegeben, der gesunde Wasserkreislauf, wenn das Wasser wieder in den Erdboden einsinken kann. Und dann kann es immer wieder abregnen, immer wieder verdunsten und abregnen, und es kommt nicht zu diesem oberflächlichen Abfluss. Und dann ist der Boden eigentlich gesünder. Ja. Und dieser halbe Wasserkreislauf, da fließt das Wasser hauptsächlich oberflächlich ab, Erosion, Überschwemmungen, Dürren mit diesen ganzen Folgen. Und die Idee der Schwammlandschaften ist im Grunde, eine Flurbereinigung so zu machen, dass das Wasser wieder in die Erde einsickern kann. Und dazu gibt es ganz verschiedene Techniken. Man sieht immer nur die Seen, dazu kommen wir gleich. Aber auch wenn ich einen Wald aufbaue oder Agroforestry oder Permakultur mache, wenn ich Gräben anlege, wenn ich einen Hügel terrassiere, all das sind Maßnahmen dafür, dass das Wasser wieder in die Erde eindringen kann. Und das ist eigentlich das Hauptprinzip, was Sepp Holzer da erreicht hat. Ja. Als Sepp Holzer zum ersten Mal nach Tamera kam und wir haben ihn gefragt, können wir dort überhaupt Landwirtschaft machen, ist er aus dem Auto ausgestiegen und das Erste, was er gesagt hat, hier muss ein großer See hin. Das sah aber so aus, ja. Hä? See? Wo soll das Wasser herkommen? Da ist gar kein Bach. Es regnet sehr wenig und das Wasser fließt direkt ab, der Boden ist porös. Sollen wir da einen riesen Beton auslegen oder was? Ich habe wirklich Kraft meiner Autorität gesagt, das ist nicht möglich. Ja. Aber irgendwie hat er es geschafft, bei uns einige davon zu überzeugen, die gesagt haben, wir probieren es einfach mal aus.
wir schmeißen alle unsere Ersparnisse zusammen, wir sind da niemandem was schuldig, wir probieren es aus. Und jetzt kann man das sehen, da hinten, das zählt so ein bisschen als ein Maßstab. So sieht es heute aus. Das ist der See 1 in Tamera. Es war dann auch so ausgerechnet, im ersten Jahr hat es gar nicht geregnet, es ist gar nicht voll geworden. Aber danach wurde er eben meistens, bis auf die letzten Jahre, wo allerdings der Regen sehr viel weniger geworden ist, wurde der See voll. Und das war dann für uns wie ein Wunder. Wo kommt das Wasser her? Warum fließt es nicht direkt ab? Was wir gemacht haben, also was Sepp Holzer uns dabei gebracht hat, ist nicht, dass wir das betoniert haben. Wir haben auch kein Loch gegraben. Also schon ein Loch, aber nicht dieses ganze Tal ausgehoben, sondern am Ende des Tals nur aus Erde einen Damm gebaut. Da ist kein Beton drin, kein Plastik drin, gar nichts. Und auch der Boden ist nicht abgedichtet, sondern nur ganz am Ende des Tals ist ein Erddamm drin. Und dieser Erddamm ist verdichtet. Das ist natürlich dann schon mit schweren Maschinen. Da darf kein Wasser durchkommen. Aber das ist das Einzige, was passiert. Und dann staut sich das Regenwasser dahinter. Und ich habe das immer wieder, diese Rechnung, wo die Leute sagen, ja, so viel regnet es doch gar nicht, dass das voll werden kann. Aber es ist natürlich das ganze Wassereinzugsgebiet, der Hügel drumherum, das lässt das Wasser natürlich im Winter viel mehr strömen, als man denkt. Wir haben das dann mal ausgerechnet, wie viel Wasser auf unser Gelände fällt. Und das fließt ja irgendwann alle da unten hin und bleibt dann da erstmal hinter dem Damm stehen. Ja, und dann fragen die Leute immer, ja, aber wie verhindert ihr denn, dass das Wasser in den Boden sickert? Ja, wir wollen es ja gar nicht verhindern. Es soll ja in den Boden sickern. Das ist ja das Ziel. Aber es sickert eben sehr langsam. Es sickert langsamer, als es nachfließt. Und dadurch entstehen die Seen und Teiche. Es ist übrigens nicht erlaubt, in Portugal einfach einen See zu bauen. Es ist doch gar kein See. Das ist eine temporär überschwemmte Katastrophenschutzhilfe. Es ist so gedacht, dass das, und das hat die Behörden dann auch überzeugt, weil das natürlich die Ländereien, die darunter liegt, schützt vor den vielen Überschwemmungen, die da immer passiert sind. Ja, mit dem Boden, den wir da ausgehoben haben, haben wir die Terrassen gebaut. Unten in den Tälern ist sehr fruchtbares Land, weil durch die ganze Erosion, die die ganzen Jahre passiert ist, ist der fruchtbare Boden in den Tälern sozusagen abgelegt worden, also hingeschwemmt worden. Und das haben wir wieder dann damit haben wir die Terrassen gebaut und das sind unsere Hauptanbauflächen geworden. Da ist also Obst und Gemüse und alles Mögliche wächst an den Rändern unserer Teiche und Seen. Und jede Bewässerung, es muss weniger Bewässerung stattfinden, weil durch die Kapillarwirkung werden die Wurzeln ja auch schon ein Stück weit bedient. Und für die Bewässerung ist das Wasser natürlich dann auch sehr nah. Ja, das ist ein Blick auf weitere Seen. Inzwischen haben wir, ich glaube, 12 Seen und Teiche in Tamera und das sind jetzt 3 davon. Und man sieht, dass auch rechts dann terrassiert ist. Also fast alle Ufer der Seen und Teiche sind terrassiert und zu Anbauflächen geworden. Also eine Wasserretentionslandschaft, wie wir das nennen, ist eine Landschaft, die das Wasser natürlicherweise aufnimmt und speichert. Und das ist natürlich im Boden selber, aber auch in den Pflanzen. Die wichtigsten Wasserspeicher sind dann auch die Pflanzen. Und was Sepp Holzer immer gesagt hat, also das Beste für den Bauern ist, dass gar kein Wasser mehr abfließt. Weil das Wasser ist sozusagen der Spargroschen des Bauers und das Land ist der Sparschwan. Also für uns Alternative oder Ökos, weil das ist immer gewöhnungsbedürftig, aber er als Bauer denkt total ökonomisch. Und das ist auch wirklich, es liefert sehr gute Argumente, wenn man zu Landbesitzern fährt und denen sagt, das wird sich alles, was ihr investiert, das werdet ihr auch wieder rausholen. Ja, es trägt natürlich bei zur Schönheit des Landes, aber auch zur Vielfalt. Wir haben dann inzwischen auch viele Diplomarbeiten, die darüber geschrieben wurden, über die Zunahme der
der biologischen Vielfalt. Also ich weiß jetzt nur noch auswendig von den Singvögeln, die sich, glaube ich, verdreifacht haben. Aber wir haben da auch Fischotter gesehen, Schildkröten und wir haben ein paar Fische auch ausgesetzt, aber es sind viel mehr Fische dahin gekommen. Ich weiß nicht woher, weil das hat ja keinen Zufluss. Ich weiß nicht, wie die Fische dahin gekommen sind, aber es sind tatsächlich relativ viele Fische in den Seen. Hier sieht nochmal ein Überblick ein paar Jahre später über einige Teiche dort. Und hier sieht man, wie so eine Wasserlandschaft, was eine Schwammlandschaft gebaut wird. Man gräbt erst da wo der Damm hinkommen soll, gräbt man einen Graben. Das ist richtig, das muss total sorgfältig gemacht werden, weil wenn dort irgendwas nicht dicht ist und nur ein Haarriss da ist und da ein Wasser durchdringt, dann wird der Damm irgendwann brechen. Und da ist natürlich ein ganz schöner Druck drauf. Also das ist dann so ein bisschen Ingenieursarbeit und auch wirklich mit schweren Maschinen, dass dort das ausgehoben wird und dann Schicht für Schicht lehmige Erde aufgetragen wird und verdichtet wird. Wir haben das Glück, dass unsere Erde dort in Tamera, also in Portugal überhaupt relativ lehmig ist. Ich habe aber auch Wasserlandschaften in der Extremadura zum Beispiel besucht, in Spanien, wo reiner Sandboden ist. Wie kann das sein? Wie kann man in einem Sandboden das Wasser zum Stehen bekommen? Ja, weil irgendwann unten drunter taucht irgendwann mal eine Lehmschicht auf. Und das Wasser füllt die Sandschicht und bleibt dann auf der Lehmschicht stehen. Relativ, also ein bisschen soll er auch durchsickern. Ja. Hier sieht man dann, wie wir dann mit dem Humusboden diese Terrassen aufgebaut haben. Und man sieht auch, auf solchen Terrassen wird natürlich viel weniger Boden abgeschwemmt werden, viel weniger Verlust von fruchtbarem Material. Wir haben das propagiert in der Region. Wir haben so versucht, so ein Programm zu machen, 1000 Seen im Alentejo. Es sind relativ viele Nachbarn und Landbesitzer zu uns gekommen, haben sich dann von uns beraten lassen. Aber es ist, also auch die Behörden sind zu uns gekommen, haben sich von uns beraten lassen. Und die sagen dann, das ist ganz toll, was ihr macht. Wir haben auch von der Universität sozusagen so ein Gütesiegel bekommen, dass wir eins der 10 wirksamsten Klimaschutzprojekte in Portugal sind. Aber es ist gesetzlich noch sehr schwierig, sowas zu machen. Deswegen sagen die Behörden, wir wollen das unterstützen, aber wir dürfen nicht. Die Gesetze, wir müssen irgendwie gucken, wie wir das formuliert kriegen. Deswegen wäre es toll, wenn wir so eine europäische Flurbereinigung machen können. Ja. Biologische Vielfalt habe ich schon drüber gesprochen. Ich habe da leider keine Zahlen für. Ich bin auch jetzt nicht auf dem Laufenden, was jetzt aktuelle Zahlen sind. Das wäre auf jeden Fall ganz interessant, das rauszukriegen. Optisch war es auf jeden Fall sehr deutlich, dass die biologische Vielfalt richtig zugenommen hat. Weil das kleinräumiger ist, diese Felder, die dort entstehen, haben wir auch gedacht, das könnte eine Möglichkeit sein, die Traditionen noch zu schützen. Also Portugal ist ein Land, was in Spanien schon vor ein paar Jahren passiert ist, ist in Portugal jetzt in den letzten Jahren verstärkt von industrieller Landwirtschaft wirklich sehr stark verändert worden. Und vielleicht gibt es eben Möglichkeiten, zumindest in so Nischen die traditionelle Landwirtschaft auch zu erhalten. Ja, und durch die Kleinräumigkeit entsteht natürlich auch ein großes Angebot, eine große Möglichkeit für Mischkulturen und Permakultur. Ja. Das sind 3 Kilo pro Quadratmeter Früchte und Gemüse. Ich weiß, das ist leider kein Vergleich, aber das ist auf jeden Fall schon mal das, was bis jetzt gemessen wurde. Ja. Für uns als ein, also
als ein Ort, der auch anziehend sein will für Gäste, ist es natürlich auch von der Schönheit ein Riesenunterschied, ob man da Wasser hat. Also ein Wasser verändert eine Landschaft komplett. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele für Projekte. Ich war zum Beispiel in der Ukraine, habe ich Sepp Holzer begleitet. Das war, glaube ich, schon 2012, also vor der ganzen Situation, die wir jetzt haben, wo damals auch so kleine Gruppen ihn eingeladen haben und er dort Wasserlandschaften geplant hat. Und das ist jetzt leider alles abgebrochen, die ganze Arbeit. Man hat damals auch schon starke ökologische Probleme gesehen in der Ukraine. Also es hört man jetzt gar nichts davon, wie stark dort die Böden auch übernutzt sind, diese fruchtbaren Böden, und wie stark auch dort eine ökologische Alternative gebraucht wurde, kann man jetzt vielleicht sagen. Oder wieder werden wird. Ja. Ja, das war die Planung für Kasachstan. Einfach als einige Beispiele, dass es auch eben sich weiter verbreitet. Und dieses Projekt ist unglaublich. Der Estremadura, das ist ein Gelände, das gehört der Prinzessin von Liechtenstein. Und die hat Sepp Holzer eingeladen. Und das ist auch umgesetzt worden. Das ganze Grundstück kann man auch besuchen. Und das ist wirklich, wo jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat, der steht dann auch so da, wie ich da gestanden habe. Das ist nicht möglich. Das ist wirklich erstaunlich. Und was der Polzer immer so wichtig ist, dass es nicht nur für den Naturschutz ist, sondern auch ökonomisch eine Antwort sein könnte für Bauern. Und da ist eben Fischkultivation, also Aquakulturen in diesen ganzen Seen. Das ist auch in Spanien, in Andalusien, eine Obstplantage, die, glaube ich, noch nicht umgesetzt wurde. Also ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel Kontakt gehabt, wo Avocado- und Orangenanbau eben auch durch diese Permakultur verwirklicht werden sollte. Bin ich aber doch sehr schnell gewesen. Ja, gucken, ob ich noch was sagen möchte. Sepp Holzer hat der Krameterhof, den er von seinen Eltern bekommen hat, wie Sie ja schon gesagt haben, den hat er jetzt seinem Sohn übergeben und hat selber ein neues Projekt aufgebaut vor 10 Jahren im Burgenland in Österreich, wo er einfach zeigen will, wie man mit diesen Permakulturmethoden viel ökonomisch erfolgreicher sein kann als mit den herkömmlichen Methoden. Und das hat sich dann auch in Österreich, glaube ich, so ausgewirkt, dass auch Leute in Städten diese Methoden anwenden. Und so gibt es diese urbane Permakultur. Ich glaube, das ist ein bisschen schade, dass Sepp Holzer in seiner Lebendigkeit jetzt schon in dem Alter das nicht mehr alles so machen kann, weil er hat wirklich sehr durchschlagende Argumente, auch in seiner ganzen Art des Auftretens. Also man hat, es gibt Geschichten, wie zum Beispiel Kommissionen auf seinen Hof kamen, die irgendwelche Gesetze durchführen wollten, die er nicht ökologisch fand. Und er hat sie dann einfach mit Prügel bedroht und weggeschickt. Er hat wirklich gekämpft für seine Sachen. Das wäre heute gar nicht mehr denkbar. Sein Sohn hatte auch ganz andere Methoden. Aber er hat wirklich alles gegeben für diesen Sinn. Ja. Und das ist auch sozusagen, deswegen nennt man ihn auch den Agrarrebell, weil für ihn gelten keine anderen Gesetze als die, die er in der Natur so kennengelernt hat. Und davon können wir heute profitieren, würde ich sagen. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie kurz, falls es direkte Fragen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es jede Menge gibt, aber wir diskutieren ja gleich auch noch.
Ich würde gerne noch wissen, was ihn inspiriert hat, weil es in seiner Zeit ja viele, viele, viele Bauernsöhne, vielleicht auch ein paar Töchter gab, die den Hof übernommen haben, gesagt haben, wir machen das so, wie es immer schon gemacht wurde und öffnen uns dann der Industrialisierung. Was war der Antrieb für Sepp Holzer dann sozusagen, ich mache zu sagen, ganz anders? Weil er hat ja angefangen, Wasser in der Landschaft zu halten, zu einer Zeit, als das hier für viele von uns noch gar nicht Thema war und der Klimawandel noch nicht so absehbar war. Also er ist ja Bergbauer in einem Land, wo es wirklich nicht leicht ist, überhaupt Bauer zu bleiben. Und er wusste damals, also Leben oder Tod, ja, also nicht sein persönliches Leben, aber als Bauer. Und sehr viele Bauern haben aufgegeben. Er hat mal, ich habe ein Interview mit ihm gemacht, wo er gesagt hat, Bauern sterben leise. Das ist so traurig, wenn man die ganzen Geschichten von Bauern hört. Und er wusste einfach, er muss etwas anders machen. Und er hat gesagt, von klein auf hat er gelernt, sich in die Natur reinzuversetzen. In was braucht ein Baum, was braucht ein Tier? Und das eben nicht nur so von oben herab zu planen, sondern in Kooperation mit der Natur zu arbeiten. Und da hat er Schlüsselerlebnisse erzählt, die sind ergreifend. Zum Beispiel, wie geht der Mensch mit Tieren um? Wie unmenschlich behandeln wir Tiere in der Massentierhaltung? Und wo er gesagt hat, also er ist nicht dafür, dass man Vegetarier wird, aber man kann Tiere auch human halten, man kann sie einbetten in einen gesunden Bauernhof und eine gesunde Familientierhaltung. Und das waren, glaube ich, Gründe für ihn, ja. Ja. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Christa Drecker. Wir machen gleich an der Stelle in der Diskussion weiter. Doch noch eine Frage. Okay. Genau, sorry, dann. Eine ist noch reingekommen, beziehungsweise zwei, aber die eine geht schon ein bisschen weiter, die können wir vielleicht später in der Diskussion, aber die eine war noch, gibt es Zahlen oder gibt es wirtschaftliche Zahlen zu den Projekten von Herrn Holzer, die Aussagen zur Produktivität zu lassen? Ja, dadurch, dass Tamera jetzt nicht so wirtschaftlich arbeitet, was die Landwirtschaft angeht, sondern eher so ein Beispielprojekt wird, habe ich die nicht von dort. Und es gibt aber auf seiner Webseite vom Sepp Holzer andere Projekte, die auch zum Teil wirtschaftliche Zahlen haben. Und ich würde mich da vor allem an den Sohn von Sepp Holzer wenden, an Josef Holzer. Und das ist die Webseite Krameter Hof. Kann man im Internet schauen und da, er ist auf jeden Fall, der macht das sehr wissenschaftlich auch, sehr ökonomisch. Ja. Okay. Vielleicht stellen wir es auf die Homepage noch dazu, für alle, die davon nicht nur was zeigen wollen, natürlich auch davon leben wollen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Ja, wir hören jetzt einen dritten Vortrag und eigentlich hätte ich Ihnen jetzt Christian Duprat vom INRA ankündigen dürfen, also von diesem renommierten französischen Forschungsinstitut in Montpellier, aber der ist leider verhindert, aber wir haben es geschafft, einen wunderbaren Ersatz ist ein blödes Wort dafür zu finden, nämlich unseren Mann für den Agroforst, Rico Hübner. Der ist beim DEFAF, also beim Deutschen Verband für Agroforstwirtschaft, derjenige, der sich um die internationale Zusammenarbeit kümmert und ist Agrarökonom, der seit vielen, vielen Jahren auch dazu forscht, wie Agroforstwirtschaft ökologisch, sozial, aber eben auch politisch eigentlich mal in die Landschaft eingebettet werden könnte als eine Lösung nämlich. Er ist zurzeit als Postdoc-Wissenschaftler, also nach der Promotion weiter forschend an der TU München tätig und eigentlich seit 2007 mit Governance-Aspekten, also wie müsste man es regeln, in verschiedenen Projekten unterwegs. Und wir sind jetzt ganz gespannt auf seinen Lösungsvorschlag, wie halten wir das Wasser in der Landschaft, sodass Landwirtschaft möglich sein wird. Herr Hübner ist gerade nicht an der Uni, sondern in Spanien unterwegs und deshalb sehen wir ihn jetzt online hier auf diesem Bildschirm und freuen uns, dass Sie da sind. Rico Hübner, herzlich willkommen. Ja, Tanja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Thank you very much, Tanja. I will continue in English. I will share my screen. So, okay. I hope everybody can hear me. With trees against droughts, how agroforestry can protect our fields. As you may know, agroforestry is a very diverse land use system. You have silvo arable system where you combine trees with arable crops, silvo pastoral system where you have animals and trees, and agro silvo pastoral, for example, if you have trees, chicken, and pasture land. The ecologic benefits of agroforestry are very widespread.
It goes from soil erosion over climate protection, climate adaptation. It contributes to the cultural heritage. It's good for the biodiversity. It's good for the animal welfare. And of course, also important for water saving and the water cycle. Today, I will focus only on those four aspects: soil, climate, climate adaptation, and water. We have heard this morning already about the tremendous effects of the climate crisis with respect to water, but this also has big effects with respect to agricultural yields. We collected the yields of Bavaria since the 90s and also did some statistics to it. And it was possible to show you a very interesting phenomenon. Until the 1955, the yields were very low, but more or less constant. And then since 1960 to about 1995, we had an almost linear growth of the yields between 100 and 200%. Since then, unfortunately, the yields are stagnating. And this is for sure not due to restrictions in the breeding technology, but this is due to environmental circumstances. One exception here is the maize, because the maize as a C4 plant is better adapted to higher temperatures. And this stagnating crop yields also has a tremendous effect on the soils, and the biomass that is put into the soil is also decreasing. This means that over the time with mineralization and the soil degradation, erosion, etc., the organic matter in our soils is decreasing. So with the help of the Thünen Institute, we did some modeling on how do the organic carbon stocks, this is the carbon component of soils, how do they develop until the end of this century? And you can here see two graphs. One is for arable land and one is for grassland. In the graphs, you will see also three lines. And these are three scenarios. One scenario, the middle line, assumes a constant carbon input. It is the status quo scenario. The above line assumes an increase of carbon by 20%, and the lower line is a reduction of input. And the shocking news from these two graphs is that 20% increase in inputs in carbon will not be sufficient to sustain the soils. Even with that, it's not possible just to maintain the current levels. So we would need to increase it by 30% in order just to maintain the current carbon stocks. We already heard from our speakers how important soil is and the importance of microorganisms for soil dynamics and for micropores and also macroorganisms like earthworms. It's important for the water cycle because it can purify water and store water. And a very important part for soil functions is the humus, which is the organic part of the soil. And about 58% of that humus is pure carbon. So very often you will find the carbon content as a measure for productivity and for humus. The problem, the soils are not very stable. And if you don't take care for your soils, you can easily lose them. Soil regeneration rate, as you may heard from famous Schäfer Schachtschnabel, it will only be between 0.01 to 1 ton per hectare and year. In the contrary, the average soil loss that we are facing in Germany is depending the source, if it's Uber or Karl Auerswald, between 2.7 and 4.2 tons per hectare and year. So even in the best case of soil regeneration rate, the loss is four times bigger.
And an important part, it's not only the water erosion, in it is only the wind erosion. It's also the wind erosion, sorry. Coming to the wind erosion, agroforestry can be a very suitable measure in order to control for wind erosion. You see here a very complex graph, but we will go through it step by step. You see rows of trees. These are not very high. They're only about 4.5 meters high and 10 meters in the width. And then you have the so-called alleys in between. And in this experiment, three different LA widths were analyzed, 24 meter, 48 meter, and 96 meter. And then, of course, you have the control where you don't have agroforestry. Now, the second part you need to know, erosion of soil depends on the wind speed. In order to have erosion from the wind speed, it is often assumed, has to be more than 3.6 meters per second. That means for an effective wind protection, you really need to reduce those erosion relevant winds. And this is the red line, the red numbers. And if you go in the LA that has 48 meters of width, you can see that the erosion relevant wind events could be reduced by 89%, which is tremendous. The second very important part for the protecting the soil is, of course, to maintain the water storage capacity. And that is very much controlled, again, by the wind and the potential evaporation. So in this experiment, it was possible to show that the potential evaporation, which is measured in millimeters in one day, in 24 hours, could be reduced by 20 to 25%. And this is a very big number because often this water is crucial for the survival of your crops. And many people think, yes, when I plant trees, my yields will go down. I cannot harvest anymore because when I see the trees next to a field, then very often you don't see a very nice culture next to it. However, this is only in the very near circumference of the trees and in the contact zone. Of course, there you will have a certain shortage of water or a competition effect, but due to the large extent of the wind protection, you have a overcompensating effect more in the middle of those alleys, further away from the trees. And this better growth in the distance will outcompete the shortage or the direct effect next to the trees in the contact zone. So in this graph, it was analyzed how do the yields of winter barley develop in a 48 meter wide field strip. And here you have again the reference at the very left, and there you have the yield, the median yield, and the upper and the lower extremes. And then you have various graphs in a certain distance from the tree line. And you could see that in the reference, it was around 5.7 tons per hectare on average. And in the agroforestry, overall, it was 6.2 tons per hectare. This is solely for the area that is, of course, grown with crop. So in order to take this better yield into account, of course, you have to subtract the land that you need to plant the trees. But you can optimize the system, and also the tree part is not something you give away forever. It is a crop like the other crop. It can be turned back into arable land or grassland. And after several years, you also have a good harvest there. Christian Dupras, which is a very good friend of mine,
He always says that after 40 years from selling the trees in his fields, he gets about the same money than he gets for 40 years of farming. And the overall yield increase was 8%. Now, if you do the calculation and compare the two yields of the forest, the forested or the woody part, and the arable land part, and compare it, if you would produce the same on two separate plots, you will receive the calculation of the land equivalent ratio, how much land you would need to do the same separately. And the land equivalent ratio in this experiment was 1.1. So in 1 hectare, you would be able to harvest 1.1 of the amount that you would harvest from two separate, because you are using the third dimension, you are going up with the trees. And also, agroforestry should have a policy effect. However, in the previous CAP, the policy effect, for example, the cross-compliance category of the land, was not due to the wind protection of the tree lines or due to the lesser evapotranspiration. It was solely because of the size of the fields, because this was going into the cross-compliance calculation for a field. Now, in the next part of this presentation, we will see how agroforestry contributes as a climate saver. And here you can see four parts where you can actually store carbon from the atmosphere with agroforestry systems. So the first is obviously the above ground biomass. It's the trunk wood, the crown wood, branches, the twigs. But also in the up and downstream process and in the management, you can save quite a lot of CO2 equivalents, because for instance, you use no fertilizers on this area. So you save already a lot of energy in mineral nitrogen production. Also, you don't use plant protective measures like pesticides, etc. And you can use the material that you produce also to substitute fossil sources of energy, fossil sources for construction materials, etc. I already mentioned it, but the soil carbon benefits from agroforestry, the one hand from the surface layer, in the surface layer where you have leaf litter, and also in the mineral soil where you have the so-called soil organic carbon. And last but not least, the below ground biomass, it's the root material, cross roots and fine roots. And very often this fraction is neglected because it's also very difficult to determine. Looking on soil carbon sequestration rates, organic carbon in agroforestry systems is usually positive. That means in the majority of the studies that we analyzed in a worldwide analysis in temperate climates, we could see an increase in organic carbon. But very interestingly, the increase was especially relevant in the soil area 20 to 40 centimeters, so in the slightly deeper soils. And as the politicians in the room will probably know, the organic carbon content is one of the new and important impact indicators in the agricultural policy. Checking out on the biomass, I have a lot of numbers on the slides, but for you maybe to take home, it's very important that the amount of carbon that is stored depends very heavily on the circumstances. And for example, the soil carbon cannot be very high if the soils are already saturated with carbon. For example, in an organic soil, like swamp soil, it's almost impossible to bring in more carbon through agroforestry. It's the other way around. There you would probably lose some carbon from the soil. So it is very important
to think about the right trees in the right areas for the right purpose. And just to mention here, Streuobst, which is the most widely spread German traditional agroforestry system, is somewhat limited to carbon sequestration because it's usually on grassland, undisturbed, and the organic carbon content is already pretty high. So here we're talking more on the biomass carbon that is additional. Coming to the water catchment, here I tried to summarize in one graph the different effects that we can see. For example, you are able to reduce the surface runoff. We have seen very nice examples already in the other presentations, and you increase the water retention in the catchment area. Also, it has a good functional ecologic effect. For example, you can connect biotopes. Also, along rivers and creeks, agroforestry may be used as buffering against land protective measures, etc. Also, you have the shading effect, which lowers the water temperature, and you reduce the algal blooms and are able to store more oxygen, which is beneficial to many organisms, not only the fish. Fertilization of woody areas is usually not done, so you overall reduce the input of fertilizer into your agroecological system. This also results in a less leakage of nutrients into the groundwater. On the other way around, trees and shrubs are able to reach water resources further down, and they pump it up, they store it in the fine roots close by, so they are more available to the plant. And so it's also a solution where the groundwater table is already very low. It serves as a measure in flood protection. And last but not least, the water infiltration into the soil and through those mentioned micropores and the tree roots is enhanced, so they can also function as a groundwater recharge. The nitrate values are a big problem in Europe and especially in some areas in Germany. And the European threshold of nitrate in drinking water, which is 50 milligrams nitrate per liter, has to be met in the groundwater body. Now, when you do analysis of the groundwater in agroforestry systems, these systems were able to reduce the content of nitrate in the groundwater substantially and even below the threshold of 50 milligrams per liter. To come to an end here, once more, you see the four aspects we talked about, plus also biodiversity. And we did an analysis of the state of Brandenburg. And in Brandenburg, it was the case that as these effects all occur together and in combination, we could see areas where those effects would be very efficient. And we just did a GIS overlay of the different advances for ecological properties. And from this, you can kind of derive a map where you can see areas where agroforestry should be prioritized, where you have the largest effect with the same measure. And in our analysis, it was possible in some areas, especially in the north of Brandenburg, to do a summary of five environmental goods that benefit from agroforestry practices. In the last few minutes, I would like to take you to a little farm that we have planned and is currently under development. So together with my students, we did several years of planning. It was a very communicative and participative project. And here in the middle, you see the aerial photo of the farm. It is in Bad Waldsee near the Lake Constance.
And the farmers were intensively farming this, and they had 15 years continuity in corn. So the landowner decided something has to change. So they contacted us, and together with four farmers, we developed a plan. We did quite a lot of analysis. Where are the power lines? How are the soil profiles? In the bottom, you see a little sketch with the first ideas, how the area could be designed. And important was also, as there's a very famous chapel on a little hill, that the site connections to the chapel should be maintained. So we came up with a nice plan in GIS, and the farmers started to plant the first trees already 2 years ago. And to the right, you see the same area, how it should look like in 30 years. So you have to consider, of course, also the development of the trees, the growth, and everybody is already very pleased with the first results. And even from the neighborhood, they receive a lot of positive feedback. Thank you very much. That's it so far. The presentation will be shared, and you can contact me if you have any further questions. Thank you. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich überbringe einmal Applaus aus Berlin und bleiben Sie bitte hier einmal schwebend über unserem Podium. Und ich bitte Andrea Beste und Christa Dregger noch einmal zu mir nach vorne und Sie alle um Ihre Fragen. Lara, sind schon welche angekommen online von unseren Online-ZuschauerInnen? Ja, ich würde erstmal eine stellen, die sich noch auf die Schwammlandschaften bezogen haben. Da sind zwei Fragen, die sich einmal mit Südspanien und einmal mit Brandenburg und der Magdeburger Borde sich fragen, wie man die Schwammlandschaften dort umsetzen kann mit den wirklich sehr trockenen Böden und der großen Trockenheit. Mit Mikro. Einen lauten Seufzer haben wir ohne Mikro gehört und jetzt geht's weiter mit. Also erstmal generell überall, wo man das umsetzen will, sollte man sich beraten lassen, weil das ist zwar ein einfaches Prinzip, aber die Umsetzung, die muss trotzdem mit erfahrenen Menschen passieren. Und das ist ein Stück auch Ingenieurskunst dabei. Vor allem muss man rauskriegen, also die Bodenbeschaffenheit, wie das gewellt ist, wo es also die ganze Topografie und dann auch, ob das lehmiger oder sandiger Boden ist, das ist total wichtig. Ja. Ich würde da, es gibt einige Leute, die da einen beraten können und ich würde da jemanden einladen und dann sehen, das kann man so theoretisch gar nicht sagen. Weil es ist auch wirklich sowas, was es kommt nicht vom Fließband. Jeder Platz braucht ein eigenes Konzept, aber die Prinzipien sind natürlich immer gleich. Und generell, ein Teil der Antwort ist, es ist überall möglich, nicht nur da, wo man schon so ein wunderbares Tal hat. Es ist wirklich überall möglich. Sepp Holzer hat in der Wüste schon was gemacht, also wirklich ist unglaublich. Es ist adaptable, wie sagt man, also man kann es auf, man kann es wirklich umwandeln auf alle möglichen verschiedenen Wasser- und Bodensituationen. Ja. Andrea Beste, Rigno Hübner, Ergänzung oder bleiben wir dabei? Es geht, aber man muss sich beraten lassen. Ja. Ich bin ja die Frau für unter der Oberfläche. Ja, aber das geht ja doch zusammen, habe ich heute gelernt. Ich gehe davon aus, dass das so gut wie überall funktioniert. Auch gerade, ich meine, ich habe ja auch das Buch gelesen und das ist ja dann nochmal, da gibt es ja noch viel mehr Informationen dann im Detail dazu und sowas. Ich gehe davon aus, dass wenn das Gelände nicht komplett dem entgegensteht, dass das überall möglich ist. Aber ich glaube, ich kann das nur unterstreichen, egal ob es um dieses Schwammlandkonzept geht oder um Agroforst, man sollte sich beraten lassen, auf eigene Faust loszulegen, da kann man, glaube ich, wirklich auf die Nase fallen und einfach auch viel Geld verlieren vom Input her. Und ich wollte noch was ergänzen. Der Zusammenhang zwischen Wasser und Klima, der wurde ja auch schon mehrfach gesagt. Und man kann diese Wasserretention, es wurde mal ausgerechnet, wenn jeder Mensch auf der Erde einen Kubik
Meter pro Jahr Wasserretention erzeugt, dass das dann einen enormen Klimaeffekt hat. Also ich will einfach prinzipiell sagen, Wasserretention kann überall passieren, selbst wenn man nur einen kleinen Garten hat, selbst wenn man einfach nur ein Stück Fläche, was schon asphaltiert wurde, wieder öffnet, egal was man tut. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, den Boden wieder zu öffnen, Wald anzupflanzen, Gärten anzupflanzen, auch zum Beispiel dafür zu sorgen, dass in Gärten nicht zu viel, also dass da auch Schatten entsteht. Das wurde ja auch schon von Herrn Hübner gesagt, dass Sonne und Wind einfach die Erosion vergrößern. Und das alles hat eben einen Effekt auf den Wasserhaushalt. Deswegen ist Wasserretention, egal wie man das macht, mit welchen Methoden, ob das jetzt Seen sind oder ob das Agroforestry ist, ist einfach wirklich notwendig für unsere Zukunft. Wir brauchen eine Entsiegelungsprämie pro Quadratmeter im Garten und pro Hektar bei den Autobahnen vielleicht. Nehmen wir das mal mit. Wir hatten eine Frage, aber Martin Häuslin war der Erste am Mikro. Er will nicht sprinten. Ja, ich wollte mal auf die rechtlichen Fragen eingehen, weil Sie haben ja gesagt, warten Sie mal, in Deutschland ein Teich irgendwo. Ne? Dann kommt da ein Amt und sagt, huch, wo haben Sie die Genehmigung? Passt das dahin? Bis vor Jahren war es so, dass Bäume aus den Anträgen herausgerechnet wurden, aus den Förderanträgen. Auch nicht so einfach gewesen. Und das andere Problem ist, die meisten Bauern haben das meiste Land gepachtet. Wenn ich da hingehe und pflanze dann Bäume, dann sagt der Pächter, nö, will ich nicht. Also da gibt es einige rechtliche Hürden, die man überwinden muss. Es ist sozusagen nicht selbstverständlich. Und dann muss ich sagen, die Förderung, die wir jetzt haben in der GAP für die Agroforestry, ist ja nicht gerade sonderlich hoch. Das ist ja, in Deutschland sind es ja nur ein paar Euro, plus manche Bundesländer bezuschussen das Anpflanzen, aber es müsste ja wirklich mehr sein, was da an Förderung bezahlt wird, oder? Rico Hübner vielleicht? Ja, Herr Häusling, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Können sich gerne dafür einsetzen. Also es ist natürlich klar, dass das Eco-Scheme, was Deutschland jetzt beschlossen hat, diese 60 Euro pro Gehölzfläche, wenn ich jetzt in 10% der Fläche einen Streifen mache, kriege ich 6 Euro. Dafür gehen Sie mal in die Baumschule, da kriegen Sie noch einen Kaffee. Aber die Kalkulation der Eco-Schemes beruht eben darauf, dass die Landwirte aus der zweiten Säule noch ein Programm mitnehmen sollen, was es aber derzeit in Deutschland noch nicht gibt, mit Ausnahme eines Bundeslandes. Und deswegen ist jetzt erstmal noch mal 1-2 Jahre, wird es jetzt noch dauern, fürchte ich leider, bis dann eventuell dann Förderanträge gestellt werden können. Der zweite Punkt kurz noch dazu, die EU hat ja explizit immer schon gesagt, Agroforest ist toll, die Kommission hat das ja schon seit 2 Perioden angeboten, in Frankreich, überall wurde es ja schon gemacht, Deutschland hat jetzt dieses Jahr damit angefangen und die EU sagt auch ganz klar, die Länder dürfen bis zu 100% der Agroforst-Gehölze und der Anpflanzung und der Planung fördern. In Deutschland will man das nicht machen. Da will man je nachdem zwischen 40% und vielleicht maximal, also sie dürften 60, aber die meisten wollen nur 40% der Kosten fördern. Wenn ich jetzt dem entgegenstelle, welche Bereiche ich im Bereich Klimaschutz, Wasserhaushalt, Biodiversität, die ich da alle quasi mit einer Maßnahme erschlagen könnte in der Agrarlandschaft, ist das eigentlich ein bisschen schade, weil das würde wirklich relativ viel bringen und ist demzufolge auch eine relativ flächeneffiziente Maßnahme. Herr Hübner, darf ich da noch mal eine Nachfrage dranhängen? Vielleicht können Sie sich schon mal zum Mikro aufmachen, dass Sie nicht wieder sprinten müssen für die nächste Frage. Genau. Den Wettlauf hier um die Mikrofone. Ich habe noch eine kurze Nachfrage, während Sie ausmachen, wer dran ist, Herr Hübner. Es gibt ja diese Debatte um True Cost Accounting, also das Berechnen der wahren Kosten im Sinne von Schäden, die bestimmte Wirtschaftungspraktiken anrichten und umgekehrt aber auch eine Betrachtungsweise von buchhalterischen Maßnahmen auf dem Hof, die sich nicht im Geld auswirken. Also die Regionalwert AG hat das ja entwickelt. Ich berechne, wenn ich meinen Boden aufgebaut habe, ich berechne als positiv, wenn ich
was gegen Erosion, gegen Humus und gegen Wasser, also für einen besseren Wasserhaushalt gemacht habe. Wenn sich das sozusagen, also ist das eine Spekulation zu sagen, wenn sich das politisch niederschlägt, wenn Landwirte so rechnen können, ich mache was Gutes, es wird auch honoriert, gibt es da eine Hoffnung, dass sich das dann politisch anders berechnet als im Moment, wo wir ja nur die Ergebnisse der Landwirtschaft honoriert bekommen und nicht das, was wir fürs Gemeinwohl machen? Ist da Hoffnung? Ja, also ich meine, Frederik Vester hat ja schon in den 70ern der Wert eines Vogels das schon mal genau ausgerechnet. Man kann alles irgendwie ökonomisieren. Die Frage ist halt dann immer, also bringt uns das insgesamt natürlich vielleicht jetzt irgendwo ein Stück weit weiter. Ob das dann alles so richtig ist und ob die Werte, die da angesetzt werden, die richtig sind, ich denke dann eher, vielleicht ist es einfacher, wenn man versucht, die Gelder, die man in der Agrarpolitik hat, einfach gut und effizient einzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu fördern, die dann auch einen überjährigen Effekt haben. Wenn ich eine einjährige Maßnahme habe, dann habe ich vielleicht irgendwie mal ein, sage ich mal, ein Beauty-Strip um ein Maisfeld, aber ob das dann der große Wurf für die Biodiversität ist, das mag ich jetzt mal ein bisschen zu bezweifeln. Es ist immer eine Kombination und ich glaube, es ist schwierig, im Dialogprozess, die Kommission kann sich die tollsten Sachen ausdenken, bis es dann mal runtersickert in die einzelnen Mitgliedstaaten. Was dann noch in der Umsetzung übrig bleibt, das ist ein langer und schwieriger Weg. Einfach anfangen. Eine Ergänzung und dann Ihre Frage. Ich mache ja nicht nur Bodenschutzberatung, ich mache ja auch Politikberatung und in der Beziehung kann ich einfach nur unterstreichen, dass gerade dieses Regionalwertleistungen-Konzept des True Accountings einfach eine sehr, sehr große Perspektive bietet, auch im Rahmen der Diskussionen für die nächste GAP-Reform. Ich meine, nach der Reform ist immer vor der Reform. Und ich kann nur sagen, wenn wir das Prinzip öffentliche Gelder für öffentliche Güter konsequent mit einem guten Beispiel, mit einem guten, schon entwickelten Beispiel, und die Regionalwert AG hat das ja auch mit dem Thünen-Institut zusammen entwickelt, einsetzen wollen und dafür ein Beispiel brauchen, wie es gehen könnte und für die Sichtbarmachung dessen, was letztendlich unterm Strich für die Landwirte und für das Gemeinwohl dabei rauskommt, dann kann ich das nur empfehlen, dieses Konzept als eins der Grundlagen für die nächste Diskussion zu benutzen. Öffentliches Geld für öffentliche Leistung, auf welchem Weg auch immer. Jetzt hören wir Ihre Frage. Ja, die Einmal, in die Richtung. Wir brauchen das Mikro, sonst hören es alle Leute, die online dabei sind. Nicht. Deshalb müssen wir immer diesen kleinen Wanderungen machen. Machen wir es mit diesem Mikro. Also meine Frage, im Einzelnen sind ja diese Konzepte, die Sie vorstellen, fast schon durchgerechnet. Rico Hübner hat uns ja eine beeindruckende Zahl von Nummer von Zahlen geliefert, sodass man nicht den Eindruck hat, hier ist so eine Art Idealismus am Werke. Und man sagt, lass uns doch mal es mit einem Teich versuchen. Also darüber sind Sie ja schon alle weit hinaus. Das war keine Spitze, es war nur ein bisschen Spott. Warum dringt das aber trotzdem nicht wirklich durch? Also das frage ich mich als Nicht-Landwirt und Nicht-Lobbyist. Wir sind ja jetzt weit davon entfernt, ich sag mal, von so einem Summerhill-Konzept für die Landwirtschaft, wo man sagt, lass uns doch mal alles ganz anders machen. Sondern es ist ja wissenschaftlich, naturwissenschaftlich wirklich profunde und trotzdem, wenn ich es richtig sehe, kommt man nicht so über einzelne Beispiele, die auch ja überzeugen können, hinaus. Warum greift nicht ein großer Investor mal zu und sagt, das mache ich jetzt mal in einem ganz großen Stil, der dann auch überzeugt, durch die Größe, durch die Menge der Produkte, die hergestellt werden können. Das ist ja immer so ein Argument, was Sie da machen, so ein Dorfteich mit ein paar Bäumen versehen, das ist ja keine Alternative zu Frage Ernährung. Warum ist das so elendlich schwierig, das da mit durchzudringen? Die Frage richtet sich im Grunde genommen an alle, auch an Martin Häusling. Gut. Vielleicht geben Sie gleich an Martin Häusling das Mikro weiter, Frau Dräger, Frau Beste. Also ich habe schon im Lotto gespielt, aber kein Glück gehabt. Wir haben mit Sepp Holzer wirklich in Portugal viel versucht. Wir waren an Unis, wir haben auch Bauern versammelt
Und die Bauern haben immer gesagt, Naturschutz wollen wir nicht, wir müssen ja leben. Also sie sehen das so ganz stark als einen Gegensatz natürlich. Und bei den Landwirten war das eben vor allem, weil sie gesagt haben, dafür gibt es keine Förderung, deswegen machen wir das nicht. Und es ist nicht genug erprobt und wenn wir ein Risiko eingehen, dann müssen wir nächstes, und es klappt nicht, dann müssen wir nächstes Jahr aufgeben. Weil die Konzepte, die Sepp Holzer eben vorgelegt hat, die zielen eben nicht auf die normale Vermarktung hin, wo man dann, also die meisten Landwirte, die ich kenne, die müssen immer mehr spezialisieren, damit sie das auch ordentlich vermarktet kriegen. Und wenn man eine Landwirtschaft à la Sepp Holzer macht, dann würde man eine Vielfalt ernten. Das ist ökologisch ja sinnvoll. Und wenn irgendwelche, dann fällt das eine mal aus, aber man hat von dem anderen mehr. Das gleicht sich dann, wäre eigentlich vernünftig für alles. Aber unser Wirtschaftssystem macht da einfach nicht mit. Und da würde ich sagen, ist das Wirtschaftssystem schuld. Ja. Und es bräuchte für die Vermarktung von Vielfalt ganz andere Vermarktungswege, die ja auch regional oder europaweit aufgebaut werden könnten. Jetzt gucken alle, wir machen gerade ein bisschen Weltrevolution bei der Frage, wie hält man das Wasser in der Landschaft. Aber genau. Andrea Bestemann. Jetzt kommen wir ein kleines bisschen weg vom Wassertropfen, aber ich glaube, wir müssen, ich meine, Sie kommen von den Medien, Sie müssen es eigentlich wissen, Sie machen es schon lange genug und der Elefant, der im Raum steht und über den immer keiner redet, sind knallharte wirtschaftliche Interessen. Knallharte wirtschaftliche Interessen. Und ich meine, ich mache jetzt seit über 15 Jahren Beratung auch im Europaparlament. Und wenn Sie sich da angucken, was da stattfindet in den Diskussionen, das ist Wissenschaftsverweigerung, das ist Ignoranz zum Teil, gerade auch besonders im Agrarausschuss. Und das sind, da folgen Menschen, die jahrelang gefordert haben, man soll doch eigentlich den wissenschaftsbasiert argumentieren, setzen populistische Äußerungen in die Welt, die mit nichts mit wissenschaftlichen Fakten zu tun haben, die inzwischen sagen, unsere Systeme sind überlastet, wir nutzen zu viel Stickstoff, unsere Artenvielfalt geht zurück, wir haben Stoffprobleme, wir haben Bodenverdichtungsprobleme, wir haben Klimaprobleme und dann werden diese Probleme entweder nicht negiert oder die Studien und die Berichte, die zum Teil von Beratungsinstitutionen der Kommission veröffentlicht werden, werden im Agrarausschuss noch nicht mal diskutiert, weil die Leitung des Agrarausschusses sagt, den Bericht wollen wir hier nicht diskutieren. Punkt. Dann wird das noch nicht mal diskutiert. Also das sind einfach Sachen, die stehen im Raum und ich finde, über die muss man auch mal reden und die muss man auch mal ansprechen. Das sind handfeste Interessen, die dem entgegenstehen, dass nachhaltige Konzepte umgesetzt werden, wo die Umstellung gewisser Flächen auf nachhaltige Konzepte denjenigen, die die simplen Lösungen lange angeboten haben, einfach das wirtschaftliche Konzept klauen und für die einfach letztendlich schlecht sind für ihr Geschäftsmodell. Und das hat ganz knallhart auch was damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir es nicht wüssten. Lösungsmöglichkeiten, wie bestimmte Dinge anzugehen sind, haben wir seit mehr als 20 Jahren. In den letzten Jahren sind ein paar gute Grundlagenforschungen dazugekommen, die uns das noch ein bisschen besser belegen lassen, Gott sei Dank. Aber wissen tun wir es eigentlich schon länger. Es sind knallharte Interessen, die dem entgegenstehen. Wir kommen zurück zum Wasser in der Landwirtschaft, aber wer für das eben beschriebene Problem eine gute Lösung hat, darf die bitte schreiben, verbreiten. Martin Häusling dazu oder Lara, haben wir viele neue Fragen? Dann hören wir Martin. Ja, ich muss eigentlich die Bauern mal vorstellen, die kommen ja aus der Zeit, wo Flurbereinigung ein großer Fortschritt nach vorne war. Die Hecke muss weg, die stört. Ich habe heute Maschinenmetrisch, der 6 Meter Schneidwerk, der muss sich dann auch drehen können. Ich sage es mal ganz praktisch, die Landwirte, die wir heute haben, die sind im Schnitt 55 Jahre alt. Ja, also wir haben eine Generation von Landwirten, die sagt, wir haben das so gelernt, wir machen das jetzt immer so und jetzt kommt da wieder jemand, am besten noch ein Grüner und sagt uns, wie wir das jetzt machen sollen. Da gibt es erstmal eine Distanz. Dazu kommen dann die rechtlichen Fragen da noch und deshalb gibt es so wenig Bereitschaft. Außerdem, gut, wenn ich jetzt auf so ein Agroforstsystem, dann muss ich einen langen Atem haben. Mache ich den Hof eigentlich noch 20 Jahre oder wer macht das eigentlich? Und deshalb, wenn man es positiv sieht, wir haben es zum ersten Mal jetzt in der GAP überhaupt drin. Das war ja vorher gar nicht drin. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Der nächste Schritt muss dann wirklich sein, dass wir das sozusagen als selbstverständlich implementieren. Wir hatten eine Veranstaltung in Brüssel mit Bauern aus Griechenland.
In Griechenland ist das selbstverständlich, weil aufgrund der klimatischen Bedingungen da um die Felder einfach Bäume stehen, damit die Felder nicht austrocknen. In Deutschland ist bei vielen Bauern, sage ich jetzt auch mal, das ist noch nicht so angekommen, dass wir vor einer Klimakatastrophe stehen. Die haben ja jetzt gerade erst mal angefangen, es gibt was, aber vielleicht doch erst in 10 Jahren, noch nicht so schnell. Es ist ein langsamer Prozess. Die Bauern sind halt ein konservatives Klientel. Ja, ohne dass ich das jetzt von vornherein negativ sehe, aber es braucht viel Überzeugungsarbeit. Und was wir dann brauchen, habe ich ja vorhin auch gesagt, ist tatsächlich, dass wir auch Förderinstrumente in die Hand nehmen. Ist ja nicht so, dass wir zu wenig Geld haben in der GAP. Aber solange wir 70% dafür auszahlen, dass ein Bauern Fläche hat, kann das alles nicht funktionieren. So, wir haben eine Menge politische, ökonomische und auch Mentalitätsprobleme, soziologische sozusagen, die wir gerade nicht lösen können, aber zur Kenntnis nehmen und hören nochmal, welche Fragen und Ideen es noch von den Online-ZuschauerInnen gibt. Von Lara. Bleib mal beim groben Thema. Es fragt Herr Schmutz, was denn oder das bei jetzt bei den Eco-Schemes oder generell bei der GAP Maßnahmen auch nicht immer abgerufen werden. Also bei Agroforest sagt er zum Beispiel nur 10%. Und was passiert denn mit den 90% des Geldes, das für Agroforest eingestellt wurde, aber nicht abgerufen wurde? Rico Hübner oder Martin Häusling? Naja, also vielleicht, ich meine, Deutschland hat die Auflage mehr oder weniger, oder es ist vorgesehen, dass 23% aus dem Garantiefonds, also aus der ersten Säule, für diese Eco-Schemes auszugeben sind. Mit welchen Programmen das Deutschland auf die Reihe bekommt, hat das BMEL zu entscheiden. Jetzt zeichnet sich aber, es hat sich vorher schon abgezeichnet, dass diese ganzen Eco-Schemes wahrscheinlich nicht sonderlich beliebt sein werden, auch weil sie ja vergleichsweise knapp kalkuliert sind. Für Agroforstwirtschaft wurde 200.000 Hektar Agroforst-Gehölzfläche der Kommission gemeldet und quasi auf das Klimareduktionspotenzial der deutschen Landwirtschaft angerechnet oder möchten sie sich anrechnen lassen. Jetzt ist natürlich völlig illusorisch, dass man das erreicht. Das bedeutete 25.000 Hektar im ersten Jahr, 50 im zweiten, 100 im dritten, 200 im vierten. So sollte es eigentlich passieren, aber mit 60 Euro wird es nicht passieren. Und in den anderen, ich meine, es gibt halt immer verschiedene Maßnahmen und im Zweifelsfall nimmt man halt, wo ist der geringste Aufwand, wo bekomme ich das meiste Geld, und da gibt es einfach andere Maßnahmen, die das Eco-Scheme da ein bisschen praktischer sind, auch in den Betriebsablauf zu integrieren. Und Eco-Schemes sind jährliche Maßnahmen und deswegen kann, also die Idee einer jährlichen Maßnahme, die man jährlich wieder kündigen kann, das passt ja nicht zu der Idee, dass ich für 20 Jahre Bäume pflanze. Also da muss was anderes her. Und das ist auch so vorgesehen, nur leider verzögert sich alles und dann wird es so werden, dass bei der Halbzeitbewertung kommt es natürlich dann schlecht weg. Und da haben wir den Klassiker, dann werden die Leute sagen, ja, das macht ja keiner. Also können wir das Programm uns auch sparen. Und das ist, sehe ich, ein bisschen so die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Ich sehe da gerade Gefahr, dass wir in so eine Art Wettlauf kommen. Alles, was wir jetzt pflanzen, wird noch nicht, also kann noch leichter aufwachsen und eher wirken, als wenn wir erst in 10 Jahren nach 10 dürren und schon völlig ausgetrockneten Böden. Ist das jetzt zu pessimistisch gesehen? Leider nickt Andrea Beste. Ich würde sagen, wir hätten am besten vorgestern schon angefangen damit. Und ich meine, wie gesagt, es war ja in der letzten Agrarreform auch schon drin. Es war in der letzten Agrarreform auch schon drin und Deutschland hat es komplett nicht übernommen. Ja, also Deutschland hätte aus Europa sozusagen eine Förderung für Agroforstsysteme machen können, die in genau, der das war in der letzten Agrarreform schon möglich und Deutschland hat es einfach komplett nicht umgesetzt, hat es nicht übernommen. Jetzt ist die Situation eingetreten, dass es eigentlich im Prinzip an der vollkommen falschen Stelle übernommen und implementiert wurde. Und das haben wir auch der letzten Regierung zu verdanken, weil die nämlich den Strategieplan für Deutschland entworfen hat. Und eigentlich ist ja das, was beim Agroforst kostenintensiv ist, das ist ja eigentlich überhaupt erstmal die Installation.
die Beratung und die Installation. Was danach kommt, ist ja eigentlich nach einer Weile sogar ein Benefit. Und da gehört es eigentlich in die zweite Säule für die Investitionsförderung. Da gehört es in von der GAP-Struktur eigentlich rein und da hat es eben keiner reingestrickt. Und das ist einfach ein Strickfehler. Das ist ein Strickfehler der letzten Regierung, die diesen Strategieplan bezogen auf Agroforst völlig falsch gestrickt hat, auf viele andere Sachen auch. Aber das würde jetzt zu weit führen. Okay. Weitere Fragen hier aus dem Raum? Ich glaube, es fühlen sich viele, viele sehr überversorgt mit Informationen, an die erstmal arbeiten müssen und weiterdenken müssen. Aber Lara, online gab es noch Fragen? Genau, online ist die Frage der Wirtschaftlichkeit noch groß. Stefan aus Lübeck schreibt, ob man das, ob oder wie man das Land, auf dem man Agroforstsysteme umsetzt, auch forstwirtschaftlich nutzen kann. Rico? No, this is not possible. Es ist ja gerade dieser, das ist ja gerade das Tolle, dadurch, dass wir jetzt einen rechtlichen gesicherten Status haben, dass Agroforstflächen ihren Landwirtschaftsstatus als Ackerland, Grünland oder Dauerkultur behalten. Das ist ja erstmal die absolute Mindestvoraussetzung, dass es überhaupt irgendein Landwirt nur drüber nachdenkt. Im Wald können Sie jetzt nicht einfach sagen, okay, ich halte jetzt da meine Freiland-Bioschweine. Da kriegen Sie mit ganz vielen Behörden erstmal richtig viel Schriftverkehr. Es geht. Sie brauchen allerdings eine Abholzungsgenehmigung. Sie können den Wald natürlich stehen lassen, weil das primäre Einkommensziel ist dann die Landwirtschaft und nicht mehr die Forstwirtschaft. Und durch die Trennung Land- und Forstwirtschaft in der GAP, in Deutschland überhaupt, auch in der Ausbildung, können Sie jetzt nicht einfach im Wald Landwirtschaft machen. Und Sie können auch nicht so einfach in der Landwirtschaft Forstwirtschaft machen. Da bräuchten Sie eine Aufforstungsgenehmigung. Also diese Barrieren, das ist alles nicht so, man kann nicht machen, was man will. Je nachdem kann man aber immer Einzellösungen finden, wo man sich, man muss sich halt auf diesen Prozess einlassen und dafür kämpfen. Und das ist jetzt auch nicht quasi in 2 Wochen erledigt. Aber wenn man den formalen Weg einhält, gibt es tolle Beispiele, beispielsweise für die Waldweide und so weiter. Herr Hübner, herzlichen Dank. Wir ahnen, dass Agroforst nicht nur mit Erde und Bäumen und Ingenieurskunst bei Dämmen bei Ihnen zu tun hat, sondern dass es auch um Ausdauer bei Behördengängen und rechtlichen Fragen geht. Und halten gegenüber, es gibt eine rechtliche Trennung zwischen Acker und Forst. Agroforst dürfte es rechtlich nicht geben, aber Ökologinnen sagen uns ja immer wieder, eigentlich gibt es die sanften Übergänge und das Ineinanderübergehen. Das ist eigentlich das natürliche Ökosystem, in dem Biodiversität gedeiht. Da gibt es also noch viel zu tun. Lara, haben wir noch Fragen? Ja, Frau Neumann fragt anschließend an die Debatte gerade auf dem Panel, ob die nachhaltigen Ansätze also wirtschaftlich unattraktiv sind und ob sich das nicht durch die wirtschaftlichen Verluste nicht durch Subventionen oder höhere Lebensmittelpreise ausgleichen ließen. Naja, das Problem ist ja, dass wir in bestimmten Gegenden von Deutschland bei bestimmten Anbausystemen, oder das gilt wahrscheinlich auch für andere Bereiche in Europa, gerade beim Ackerbau eben einfach inzwischen auch relativ hohe Gewinne haben. Also denen geht es ja gar nicht so schlecht, den Ackerbauern, und gerade in Intensivproduktion. Und jetzt haben wir aber eben das Problem, dass wir, wenn wir attraktive Eco-Schemes gestalten wollen, dass wir dann sozusagen der wirtschaftlichen Entwicklung das Geld hinterherwerfen. Das heißt, wenn wir Umweltmaßnahmen oder eben Eco-Schemes attraktiv gestalten wollen, dann müssen wir immer mehr Geld in die Hand nehmen. Das heißt, wir subventionieren einer Intensivierung der Landwirtschaft hinterher, um die Intensivierung wieder rauszunehmen. Das heißt, die am intensivsten wirtschaftenden Betrieben, denen müssen wir das meiste Geld hinterher werfen, um minimale Umwelteffekte zu erreichen. Das ist insgesamt gemeinwohlmäßig und volkswirtschaftlich komplett ineffizient. Und das kann es eigentlich letztendlich auch nicht sein. Und das zeigt, wie falsch die komplette Struktur dieser GAP nach wie vor ist. Damit werden wir das nicht lösen. Gerade in den intensivsten Regionen brauchen wir eigentlich am dringendsten Maßnahmen für die Artenvielfalt. Und gerade in diesen Regionen kostet es aber das Gemeinwohl dann am meisten Geld, das für die Landwirte überhaupt attraktiv zu machen, dass sie ein ganz kleines bisschen Artenvielfalt machen. Das ist unterm Strich eigentlich für keine Seite wirklich effizient.
Was ist dann der Alternativvorschlag? Wie kommen wir dann dahin? Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren. Aber ich hatte ja eben schon mal kurz angefangen, den Bezug zu diesem True Cost Accounting zu machen. Also gerade dieses True Cost Accounting bezieht ja, so wie es die Regionalwertleistungs AG gemacht hat, bezieht ja nicht nur die ökonomische Stabilität des Betriebes mit ein. Das heißt, der Betriebsleiter kann direkt sehen, was ihm das bringt, sondern es bezieht, und das ist das große Unterschied zu anderen Modellen, bezieht gleichzeitig auch den Gemeinwohleffekt mit ein. Und Gemeinwohl ist hier so ein neumodernes Wort, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir das nicht schon dem Club of Rome zu verdanken haben, aber es ist eigentlich eine volkswirtschaftliche Rechnung. Und das, was wir gemacht haben, ist ja alles dem freien Markt zu lassen und die ganze Sache betriebswirtschaftlich zu berechnen, aber Ökosysteme, Umweltleistungen, Ökosystemleistungen kann man nicht betriebswirtschaftlich berechnen, außer eben in diesem Modell. Das ist aber auch nur eine Annäherung. Das sind Geschichten, die eine Gesellschaft volkswirtschaftlich berechnen muss. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir alle davon profitieren. Und dazu gehört die Umwelt dazu. Das, also man kann nicht nur entweder Bauern oder Umwelt, es ist sowieso eigentlich ja kein Widerspruch. Die besten Ergebnisse werden in gesunden Ökosystemen erreicht auf Dauer. Wir werden auf jeden Fall in intensivierten, kranken Ökosystemen auch gar keine Ernten mehr ernten können irgendwann. Also das geht einfach nicht. Man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir das zukünftig gemeinwohltechnisch berechnen und volkswirtschaftlich berechnen und nicht mehr einfach nur betriebswirtschaftlich. Um das zu verbinden, was wir heute Vormittag diskutiert haben, Herr Hahn, Sie hatten ja gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Also eigentlich bräuchte es nicht nur den großen Blick auf das Wassereinzugssystem, sondern auch auf die ökonomischen Verbindungen, die es dann möglich machen, dem einzelnen Betrieb, der jetzt gerne umstellen wollte, für den es sich jetzt aber gerade nicht rechnet, das zu verbinden. Machen wir noch weiter, Lara, mit mehr Fragen? Gerne, wenn aus dem Publikum hier keine kommen. Herr Risse stellt eine etwas andere Frage. Er fragt, welche Rolle die Börsenspekulationen mit landwirtschaftlichen Produkten für oder gegen eine nachhaltige Landwirtschaft spielen und welche Schlussfolgerungen man dann daraus ziehen sollte. Das ist, glaube ich, eine Frage für Martin Häusling. Vielleicht hier kann man jeden sehen, der hier vorne spricht. Und wir haben eine Frage danach aus dem Publikum. Ja, jetzt kommen wir in die ganze Diskussion, war fast verhindert sozusagen den ökologischen Umbau. Das ist klar, um auf Spekulationen zu kommen. Ich weiß nicht, wer am letzten Sonntag den Weltspiegelbericht gesehen hat. 80% des Getreidehandels werden von vier großen Firmen gemacht. Also wir haben da genauso Monopole wie im Bereich der Treibstoffversorgung. Und die machen natürlich im Moment alle satte Gewinne. Und das Problem der GAP, das wir im Moment haben, ist ja, diese Eco-Schemes, die sind freiwillig. Für den Bauern sind diese Eco-Schemes freiwillig. Ich kann ihn nicht dazu zwingen. Wenn der sagt, das rechnet sich für mich nicht, macht das nicht. In Vechta-Kloppenburg, wenn die schon mal 1.000 Euro für eine Hektar Pacht bezahlen, warum sollen die dann für 60 Euro ein Agroforstsystem machen? Und das, was Andrea gesagt hat, das hinterher subventionieren, das wird auf Dauer nicht gut gehen. In den Extensivregionen, da passiert ja auch eine Menge mit den Agrarumweltmaßnahmen. Nur nicht da, wo wir es eigentlich bräuchten, in Vechta-Kloppenburg oder in Hildesheimer Becken, da passiert sowas einfach nicht. Und dann hat nachher Deutschland ein Problem. Wenn Deutschland dieses Geld nicht abgerufen wird, dann müssen wir es zurück nach Brüssel überweisen. Deshalb muss dieser Strategieplan schon nochmal dringend überarbeitet werden, damit Deutschland nicht in die Situation kommt, Geld nach Brüssel zurückzuüberweisen. Und die Ziele Artenschutz und aber auch Wasser in der Landschaft zu halten, nicht zu erfüllen. Wir kommen mal wieder zurück zum Wasser, glaube ich, oder? Nach Brandenburg gehen wir, Jensen. Genau, wir gehen noch mal nach Brandenburg und ich habe an Herrn Hübner zwei Fragen dazu. Brandenburg fördert ja Agroforst. Ich weiß nicht, ob Sie das Bundesland dann meinten, als Sie das gesagt haben. Okay, Sie gucken gerade überrascht, aber es sind, glaube ich, 165 Euro. Ist das dann ein Betrag, der eher in eine richtige Richtung geht? Man wird jetzt sehen, wie das anläuft, aber das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Vorstoß aus Brandenburg. Und meine zweite Frage, Sie haben ja sehr allgemein über Agroforst gesprochen, aber durchaus gibt es ja
auch unterschiedliche Systeme im Agroforstbereich, also je nachdem, was man vielleicht auch für Bäume anpflanzt. Man kann ja schnell wachsende Bäume pflanzen, wie Pappeln, die dann eben auch geerntet werden und auch wirtschaftlichen Faktor irgendwie haben. Können Sie da nochmal zu den unterschiedlichen Systemen im Agroforst was sagen, was vielleicht auch irgendwie der ökologische oder nachhaltigere Weg dabei ist und genau, wo man vielleicht auch genauer hingucken sollte? Ja, vielen Dank. Also in der Tat, das Programm in Brandenburg, das ging jetzt irgendwie, also eigentlich sollte ich da Bescheid wissen, aber irgendwie, ja, es ging ja ewig hin und her. Erst sollte es ein Kulab-Programm werden, dann hieß es, nee, jetzt wird es doch eine investive Förderung hin und her. Dann sollten es die Bundesländer machen, dann hieß es, nee, es wird jetzt in den Rahmenplan aufgenommen. Da zahlt dann der Bund den Länderanteil wiederum, weil viele Länder gesagt haben, wir wollen es nicht. Das alles hat eigentlich zu Verzögerung geführt. Bayern hat dann quasi geliefert und hat tatsächlich drei Programme im Kulab aufgelegt. Einmal für schnell wachsende Gehölze. Das wird am niedrigsten gefördert. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht. Die wurden auch nochmal um 20% gekürzt. Man kann es aber nachlesen im Kulab, in der Kulab-Tabelle. Ich meine so um die 2.000 Euro oder 1.600 Euro für schnell wachsende Gehölze. Dann gibt es ein Programm für Sträucher und Büsche und dann gibt es eben ein Programm für Hochstamm und das sind eben einfach auch die teuersten Bäume, der größte Aufwand und damit lässt sich schon was anfangen, dass wir hoffen, dass das jetzt auch auf Bundesebene so ungefähr in diese Richtung dann programmiert wird. Und es ist natürlich so, wenn Sie jetzt vor allem auf den Windschutz spekulieren und sagen, ich habe ein großes Winderosionsproblem, dann können Sie mit einem schnell wachsenden Gehölzen aus Pappeln auch relativ schnell Ergebnisse erzielen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Wertholz machen und Sie sind aber in einem windgefährdeten Gebiet, dann bringt Ihnen das nichts, weil die Dinger werden alle krumm und schief. Da zum Beispiel bietet es sich an, in den Außenreihen schnell wachsende Gehölze auch als Windschutz und im Inneren die Bäume zu pflanzen, die dann erst in wesentlich längeren Zeitintervallen auch in Ertrag bringen. Und dann haben Sie ja immer die Vergangenheit hat gezeigt, es konnte nicht gefördert werden, weil es keinen landwirtschaftlich wiederkehrenden Ertrag bringt. Und deswegen wurde jetzt auch reingeschrieben in die Definition, es kann einerseits Frucht-Nuss-Ertrag, also Nahrungsmittel, oder eben auch Holz bzw. Energie. Und ich vertrete ja eher die Meinung, dass auch ein Schutz der Landschaft oder Schutz der Biodiversität etc., das ist eben auch ein gewisser Ertrag und auch das ist auch förderfähig von der Kommission, von der EU und da denke ich mir, könnten wir noch wesentlich mehr erreichen, dass, also ich erwarte jetzt nicht, dass irgendwie hier alle Landwirte plötzlich Naturschutzlandwirte werden, überhaupt nicht, aber hinsichtlich der Einkommensdiversifizierung wäre es eben schön, wenn diese mühsame Arbeit, zum Beispiel der Heckenpflege und so weiter, auch entsprechend als landwirtschaftliche Tätigkeit anerkannt wird und auch entsprechend honoriert wird. Und wenn es der Markt nicht kann, dann muss es eben irgendein Programm machen. Und ich denke, dieser Prozess, der wird kommen. Die Frage ist nur, wann sind wir dann soweit, dass es dann auch bei uns in die Praxis umgesetzt wird. Herzlichen Dank. Andrea, bist du dazu? Ich kann da noch ein ganz nettes Beispiel aus dem Ökolandbau vielleicht nennen. Da wird zum Teil diskutiert, eben Walnussbäume zu pflanzen. Je nach Standort ist natürlich die Frage, wo passt das hin und wo funktioniert das. Aber wir haben zum Beispiel die Situation, dass wir eine riesige Nachfrage nach Ökowalnüssen in Deutschland haben. Und wir haben aber überhaupt gar kein deutsches Angebot oder fast kein deutsches Angebot. Also nur ganz wenig. Das meiste wird aus der Türkei importiert. Und hier könnten wir sozusagen eine Win-Win-Win-Situation machen. Wir
wir könnten für die Landschaft was Gutes erreichen, wir könnten für den Boden was Gutes erreichen, wir könnten für den Markt, für die Verbrauchernachfrage was Gutes erreichen und wir könnten eben einfach für die Fläche was Gutes erreichen, was sinnvoll ist, indem man dann einfach wieder Walnussbäume in die Landschaft pflanzt. Ich finde das einfach ein sehr beeindruckendes Beispiel, was ich eben mal kennengelernt habe und das ist ja dann schon eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ernährung noch dazu. Nach der Planetary Health Diet müssen wir mehr Nüsse, weniger Fleisch essen. Genau, danke also für den Hinweis. Noch ein Win dazu, bitte gerne. Ja, sehr gut. Ich wäre dabei bei den Walnussbäumen. Mache ich mit. Wenn Lara nicht noch eine Frage hat, würde ich gerne einmal noch Frau Dräger Sie noch mal einbinden, weil Sie auch lange Erfahrung gehabt haben, im sozusagen Werben für dafür andere Landschaft anders zu sehen. Und Sie haben diesen Aha-Effekt ja beschrieben bei sich selber, das geht nicht. Und dann haben Sie gesehen, es geht doch. Kann man mit dieser Erfahrung andere zu überzeugen, können Sie uns dafür die Debatte noch was mitgeben, wie wir dann die Idee doch noch mal weiter ausweiten? Zählt so ein bisschen noch mal auf Ihre Frage, was braucht es jenseits sinnvollerer Fördermöglichkeiten noch, um die Herzen zu öffnen für Wasserschutz und Biodiversitätsschutz und gesunde Ernährung? Also da, wo ich gemerkt habe, dass jemand sich wirklich anders entschieden hat, ein Landwirt und was anderes gemacht hat, dann war es meistens, dass eben was zusammenkam, also die wirtschaftliche Überlegung und noch was anderes, zum Beispiel wirkliches Gefühl, ich möchte was für die Natur tun, ich möchte was für die nächste Generation tun, also ein bestimmter Idealismus und auch das Gefühl, ich möchte anders arbeiten. Ich möchte nicht den ganzen Tag, also ein Freund von mir ist Landwirt, der sitzt den ganzen Tag am Traktor und fährt hin und zurück und hin und zurück. Das ist kein Leben auf die Dauer, ja. Also man hat eben als Landwirt, kann man eben auch anders leben und anders wirtschaften, wenn man von diesen beiden Programmen Intensivierung und Spezialisierung auch mal runterkommt und mehr Vielfalt hat. Und ich mag auch das Konzept von der solidarischen Landwirtschaft, also wo eben der Landwirt nicht nur alleine das Risiko trägt, sondern eine Gemeinde und eine Region dahinter steht und sagt, wir unterstützen auch mit, wir tragen das Risiko mit und wir entscheiden auch mit. Vielleicht arbeiten wir sogar manchmal noch mit. Ja. Herzlichen Dank. Lara, ein, zwei Fragen können wir noch nehmen? Frau Braun fragt, ob denn der Ökolandbau alles leisten kann, was wir brauchen, um unsere Probleme bezüglich Wasser zu lösen. Fragen wir den Ökolandwirt. Natürlich. Nein, es kommt immer auf den Betrieb an, ja, wo ich den Betrieb habe und was ich da machen kann. Wir haben auch sehr intensive Ökobetriebe, aber ich glaube, dass zum Beispiel Bioland jetzt in seinen Richtlinien auch einen Biodiversitätsansatz hat, und die Betriebe das auch umsetzen müssen, ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Weil das war immer Kritik, ja, ihr habt ja Ökovorschriften, aber was macht ihr denn eigentlich ansonsten noch? Ihr müsst ja auch eine Hecke pflanzen. Und ich denke, das ist auch ein richtiger Schritt dahin. Ich denke, keine Form der Landwirtschaft kann alle Probleme morgen gleich lösen, aber die Ökolandwirtschaft, sagen wir, ist am nächsten dran, um diese ganzen Probleme zu lösen. Gar keine Frage, man muss sich nur die Statistiken anschauen, wie viel Leben herrscht dann auf einem Ökoacker, wie viel Leben herrscht in einem Boden, den ich mal 7 Jahre Luzerne angebaut habe. Das sind Argumente, da kann kaum einer was gegensetzen. Und deshalb glaube ich ja, das Ziel, mehr Ökolandbau zu haben, ist eine Lösung für diese ganzen Probleme. Nicht alles, nicht sofort, aber ich denke, es geht in die richtige Richtung. Wir haben ja von Herrn Hahn auch gehört, dass wir über den einzelnen Betrieb hinaus in der Verflechtung im Einzugsgebiet eines Wassersystems denken müssen. Wenn man das vielleicht verbindet, sind wir auf einem guten Weg. Naja, es gibt ja viele Wasserversorger, die ihre Flächen ökologisch bewirtschaften lassen, weil sie dann keine Probleme haben, zum Beispiel mit Nitratüberdüngung. Ist ja auch ein Beispiel, München. Genau, um es gibt eins auch zu nehmen. Ein Wasserschutzbrot, fällt mir ein, das da bezahlt aus weniger gedüngten Flächen kommt, dass weniger Nitrat ins Grundwasser geht, als ein Aspekt des Wasserschutzes. Andrea Beste. Ja, ich meine, die Studien zeigen ja, ich glaube, die Kommission Bodenschutz am Umweltbundesamt, ich glaube 2016 war das, haben sich das mal genauer angeguckt mit dem Wasser und haben gesagt, Böden im ökologischen Landbau speichern doppelt so viel Wasser. Das muss man sich eben einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die haben auch gleich erklärt, warum. Sie haben das nämlich in erster Linie auf eben den höheren Humusgehalt zurückgeführt, wobei es diesen Humus ja nicht unlebendig gibt. Ne? Also Humus ist ja keine tote Substanz, sondern Humus bedeutet letztendlich auch immer ganz viel lebendiges Bodenleben da drin, so wie ich es eben auch beschrieben habe. Und daher kommt das dann eben auch. Und die andere Frage ist eben,
können wir damit eben auch unsere Ernährung sicherstellen. Das sind eigentlich alle Studien der letzten Jahre belegen, wenn wir den Unsinn mit der Lebensmittelverschwendung, mit der zu hohen Tierproduktion und mit Agrofuels bleiben lassen, dann können wir locker die Welternährung mit Ökolandbau bestreiten. Wir dürfen uns dann eben einfach nur, was die Ressourcen angeht, nicht mehr so unglaublich verschwenderisch behalten und so verhalten und so fürchterlich ineffizient. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt noch eine Sache dazu, wenn wir an den Klimawandel denken, und das ist ja im Prinzip eigentlich das Hintergrundrauschen für die heutige Veranstaltung. Das sage ich in allen Vorträgen, die ich eigentlich immer halte, egal ob über Bodenmanagement oder Bodenbeurteilung oder was auch immer. Wir werden in den nächsten Jahren, Risikominderung wird das wichtigste Wort für unsere Erntesicherheit sein. Risikominderung. Das wird das wichtigste Prinzip sein, an dem wir unsere landwirtschaftliches Management orientieren müssen. Und da brauchen wir Lösungsmöglichkeiten von der Diversität des Artenreichtums über der Bodenoberfläche, unterhalb der Bodenoberfläche, innerhalb des Sortenspektrums, was wir da auf den Acker schmeißen. Das muss divers sein, das müssen offene Populationssorten sein, die sich regional anpassen können. Da werden wir sehr viele Mechanismen benötigen, um diese Risikoabsicherung zu praktizieren. Und das hat der Ökolandbau zum Teil schon in seinen Richtlinien drin. Da ist noch viel Luft nach oben, gerade auch was Agroforst und Permakultur und ein paar andere Ideen angeht. Da sind wir noch nicht am Ende der Messlatte, ganz und gar nicht mit dem Standard-Ökolandbau, den wir haben. Aber es sind sehr, sehr gute Lösungsansätze dabei, die schon zur gesetzlichen Grundlage gehören und die auch kontrolliert werden, sodass der Verbraucher auch sicher sein kann, dass da auch drin steckt, was draufsteht und nicht mit irgendwelchen komischen Claims, regenerativ oder sonst was noch nicht kontrolliert wird und noch nicht definiert wird, obwohl es zum Teil sehr interessante Ansätze sind, wo man eben einfach nicht sagen kann, da steckt wirklich drin, was draufsteht, weil dafür brauchen wir gesetzliche Definitionen und Regelungen. Aber wir haben sie eben schon. Sie sind vorhanden und wir müssen sie nur umsetzen. Gut, machen wir das. Das ist jetzt mein allerletzter Ruf. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir nähern uns dem Schlusswort von Martin Häusling, der uns heute eingeladen hat und uns ganz viel Wissen vermittelt hat, dank Ihrer wunderbaren Vorträge. Gibt es noch einen Kommentar, eine Frage am Ende? Dieses wäre die letzte Chance. Sonst übergebe ich an Lara für eine letzte Frage. Genau, also es wird jetzt wieder ein bisschen kleiner. Deswegen weiß ich nicht, ob wir nicht mit dem Ökolandbau aufhören. Dann lassen wir das bei diesem wunderbaren Schlusswort. Vielleicht können die Fragen, die noch offen sind, die reinen Faktenfragen noch an die Referenten weitergeleitet werden und finden sich hinterher an der Webseite wieder. Dann bleibt es mir ganz herzlich Ihnen zu danken für dieses Engagement. Herr Hübner, über uns schwebend an der Wand, und Frau Beste und Frau Dregger, ganz herzlichen Dank. Sie dürfen ruhig noch mal applaudieren, wenn Sie meinen, dass man sollte. Und auch ganz herzlichen Dank an die Moderation. Oh, danke schön. danke schön an die Übersetzerin und den Übersetzer Stefan Schade und Nathalie Köppe, die wunderbar, glaube ich, kompliziertes Fachvokabular und wahnsinnig viele Abkürzungen brav mit übersetzt haben. Herzlichen Dank, Respekt, und auch an die Technik. Die Folien und die Aufzeichnung finden Sie auf der Internetseite von Martin Häusling, verbunden mit der Empfehlung, das auch weiter zu verbreiten, zu teilen an alle Leute, für die das vielleicht in Frage kommt, anders zu wirtschaften, anders mit dem Land zu umgehen. Und damit übergebe ich an Martin Häusling. Ganz herzlichen Dank. So, jetzt fangen wir nochmal an. Nein, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Referenten, die hier gekommen sind, weil es wirklich so hochkarätig das Thema behandelt wurde, dass sich, glaube ich, keiner hier rausgeht und sagt, ach, hätte ich mir auch sparen können. Ich glaube, jeder kann hier was mitnehmen. Dass man am Ende wieder in eine agrarpolitische Diskussion kommt, und die Frage, ja, aber es gibt doch so viele gute Ansätze, warum macht das denn nicht endlich? Dafür stehen wir bei der nächsten GAP-Reform wieder vor denselben Fragen. Wir brauchen halt Verbündete, die da mitgehen. Und die Gesellschaft muss sich das bewusst machen, dass wir Landwirtschaft nicht nur, dass das im Moment wieder heißt, ist alles so teuer, sondern dass für eine gute, nachhaltige Landwirtschaft wir unser Klima mitretten können. Das Wasser im Boden halten. Und dass wir jetzt nicht sagen, ist eins unter den vielen Themen, sondern es ist ein zentrales Thema. Ich glaube, das ist bei der Politik noch nicht so richtig angekommen, jedenfalls bei denen, die politische Entscheidungen über die GAP treffen. Und ich wünsche mir wirklich, dass das bei allen Entscheidern in Deutschland, aber auch in Brüssel irgendwann mal ankommt.
Und ich denke mir, wir haben wirklich letztendlich zum Beispiel den Vorschlag, wir brauchen eine andere Flurbereinigung, Punktegesetz, wo ich sage, ja, wir müssen alle mitnehmen. Nicht nur der einzelne Bauer ist in der Verantwortung, sondern auch die, die den politischen Rahmen setzen, den rechtlichen Rahmen aufmachen und nicht bei jedem wieder mit Bürokratie um sich werfen und zu sagen, nee, das geht nicht. Ich glaube, wir haben heute Lösungen aufgezeigt. Ich weiß, dass die bei den Bauern schwierig zu vermitteln sind, aber wir müssen daran arbeiten. Ich erlebe, dass auch eine junge Bauerngeneration da durchaus offen für ist. Wo ich ein großes Fragezeichen dran mache, das ist das, was wir in Brüssel jetzt immer diskutieren, Technik. Also Precision Farming, das soll es jetzt sein, um die Lösung zu bringen. Nee, es kann auch ein kleines Mittel sein, aber nur ein kleines. Und das andere, was wir diskutieren, dass jetzt immer Leute um die Ecke kommen und sagen, die Gentechnik, die wird uns doch die Pflanzen bescheren, die weniger Wasser brauchen, die weniger Pflanzenschutzmittel brauchen. Nee, sage ich, ich kenne die Diskussion um Gentechnik jetzt auch seit gefühlt 20 Jahren. Und da haben wir nur eins geschafft, Pflanzen, die gegen Glyphosat resistent sind und Pflanzen, die selber giftig werden. Es ist in der ganzen Zeit noch keine Pflanze entwickelt worden, die weniger Wasser braucht. Und ich glaube auch nicht, dass das mit der neuen Gentechnik geht. Die Diskussion werden wir ab Juni führen. Die Diskussion werden wir demnächst auch schon wieder in Brüssel führen. Und ich bedanke mich bei denen, die hier waren, bei denen, die uns zugeschaut haben, für die wirklich sehr interessante Veranstaltung, fürs Mitwirken. Ich danke auch nochmal meinen Büros, Lara und auch Andrea, die mitgewirkt hat bei der Auswahl der Referenten. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.